Hallo liebe Filmfans und fucking Freaks, willkommen zu einem kleinen, aber feinen Update-Video. Also einem neuen, kleinen, aber feinen. Ja, fangen wir mal an mit einem, ich sag mal Mediabook, welches aber leider nur die DVD beinhaltet und noch eine Soundtrack-CD. Und zwar die Limited Special Edition von Ninja Scroll, freigegeben ab 16, hier der Anime-Klassiker. Richtig klasse, ich glaube auf einer DVD ist die Vollbildfassung und auf einer der anderen DVD ist glaube ich die 16:9 Fassung, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Ein richtig klasse Anime, richtig klasse animiert und cool. Ich habe ja von Philipp, liebe Grüße an dich, habe ich ja noch diese, ich glaube Südkorea Limited Collectors Edition, da werde ich das mit reinpacken, wenn das passt, mal gucken. Und richtig klasse Teil und gibt es glaube ich sogar als Double Feature, aber das ist noch ein anderer Anime mit drauf, auch auf Blu-ray, aber die Blu-ray glaube ich kriegt man hier in Deutschland so gut wie gar nicht mehr und oder kriegt man sie überhaupt nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hier auf DVD reicht mir auch völlig so, kann ich nichts zu sagen. Nichts gegen sagen. Richtig klasse. Dann habe ich noch ein DVD-Paket, ein kleines Anime-DVD-Paket für 16,50 € mit Versand. Also absolut kann ich nicht meckern. Und zwar die drei Filme bzw. die drei DVD-Auskopplungen von Armitage 3. Und zwar einmal den Kinofilm Armitage Polymatrix, freigegeben ab 16. War auch 16, ne? Ja. Dann die OVA-Serie, worauf eigentlich der Film basiert. Armitage OVA, freigeben, der ist auch freigegeben, 16. So gesehen, Polymatrix ist eigentlich ein Film zusammengesetzt aus diesen vier OVAs. Von daher, das ist eigentlich das Original zu Polymatrix. Und dann eben halt der Nachfolgefilm von Polymatrix, Armitage Dual Matrix. Auch freigegeben ab 16. Alle drei im Schuber. Es gibt auch eine Neuauflage, wo alle drei Filme im Pack drin sind. Aber ich wollte mir die drei Einzel-DVDs, wie gesagt, für 16,50. Ich glaube, die Box kostet irgendwie was mit 40-50 € oder so. Und kann ich jetzt nicht meckern. Ist, glaube ich, vom Inhalt her genau gleich. Von daher, Kult-Anime, auf jeden Fall der Polymatrix. Dual Matrix, muss ich dazu sagen, habe ich bisher noch nie gesehen. Und auch die OVA-Version von Dual Matrix habe ich bisher auch noch nie gesehen. Polymatrix habe ich bisher auch noch nie gesehen. Von daher, klasse. Wo wir jetzt gerade bei Armitage 3 sind, habe ich auch noch saugünstig geschossen. Die beiden Soundtracks, und zwar, ich glaube, das ist sogar der Soundtrack von der OVA, glaube ich. Einmal Armitage 3 auf CD, also wie gesagt, der hier. Ich denke, das ist ja von den OVAs, ich bin mir jetzt auch nicht ganz genau sicher. Und einmal Armitage Soundtrack Cybermatrix, also das ist der eigentlich von Dual Matrix, Polymatrix. Ich vertue mich immer mit Dual Matrix und Polymatrix. Beide zusammen von einem Verkäufer. Richtig klasse. Gibt es nicht in Deutschland. Und klasse. Also zu den Soundtracks brauche ich nichts sagen. Ich finde allein hier der Soundtrack von Polymatrix ist richtig klasse. Und wusste gar nicht, dass da mit Les Claypool der Dritte mitgewirkt hat. Oder ein bisschen mitgearbeitet hat an dem Soundtrack, der ja auch den Soundtrack gemacht hat von Guyver Dark Hero. Und den finde ich auch klasse. Also wenn der irgendwann mal auf CD rauskommen sollte, doch nochmal, würde ich mir sofort kaufen. Also definitiv. So, dann kommen wir zu einer Anime-Serie, den ich gratis dabei gekriegt habe, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und zwar die komplette Serie Die Schatzinsel, freigegeben ab 6. Hier die Anime-Serie, ich glaube, die ist von 1979. Alle 26 Episoden. Und
Ich fand die damals klasse. Ich glaube, da kam, wo kamen die denn? Kamen die auf Tele 5? Ich glaube, die kamen auf Tele 5. Dann glaube ich, kamen die mal auf das vierte. Ich fand die klasse. Und Andreas, liebe Grüße an dich. Ich glaube, du hast die auch. Ich glaube sogar, du hast mir mal gesagt, von wegen irgendwie, du hast die sogar in so einer ganz, ja, in einer ausländischen Fassung sogar noch. Richtig klasse Teil. Und wie gesagt, für umsonst. Das Einzige, was hier ein bisschen, ja, ich sag mal, was Gebrauchsschuhen hatte, das war der Pappschuh. Der hatte sich hier schon gelöst, weil der Gang war hier schon richtig so abgeklappt. Und da habe ich einfach jetzt ein bisschen Kleber reingemacht. Und das hält jetzt wieder bombenfest. Also von daher, top. Kann ich jetzt echt nicht meckern. Ist eben halt, sorry, wollte ich großartig sagen, ist eben halt die von Robert Louis Stevenson, die, ja, die Schatzinsel als Anime-Serie erzählt. Von daher kann ich ja jetzt, brauche ich ja jetzt großartig nichts mehr groß zu sagen. So, dann kommen wir noch zu ein paar Blu-ray Steelbooks. Und zwar zum einen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Freigegeben ab 12. Ich fand den richtig, richtig geil. Also alleine immer, dass das mehr eigentlich ein Martial-Art-Film ist, wie ein Marvel-Film. Mega. Und ich muss dazu sagen, endlich mal wieder eins der Marvel Steelbooks, was mir gefällt. Vor allen Dingen, dass man hier endlich mal wieder den Schriftzug drauf hat. Und nicht wie bei Black Widow. Man hat nur ein Frontmotiv, ein Backcover-Motiv und dann den Dingens am Spine, den Titel. Finde ich richtig klasse auch, dass es hier geprägt ist. Richtig cool. Und jeder Marvel-Fan, also jedem Marvel-Fan kann ich das nur ans Herz legen, sagen wir es mal so. So, dann kommen wir zu dem Steelbook von Das Dorf der Verdammten, freigeben ab 16, wobei mich das absolut annervt. Und zwar, wir haben ja jetzt hier das schöne, ich finde das Covermotiv echt cool, also es sieht echt gut aus. Was mich nur annervt, das würde man jetzt zum Beispiel sehen, wenn ich das jetzt rausnehme, also wenn jetzt zum Beispiel die J-Card weg ist. Warum packt man auf die Rückseite den Schriftzug Das Dorf der Verdammten? Hätte man das nicht hier oben mittig hinschreiben können oder hier unten? Oder das ist doch ein Dünnpfiff. Aber an sich ist das ein super Steelbook. War, glaube ich, auch längere Zeit bei Amazon erst gar nicht bestellbar. Dann, glaube ich, eine Woche vor Release, da konnte man es wieder bestellen ohne Ende. Aber zum Film brauche ich großartig nichts sagen. Es ist ein klasse John Carpenter-Film mit Christopher Reeve. Und richtig klasse Veröffentlichung. Bild, Ton, top. Ist sogar mit einer Bonus-DVD, wo noch Bonusmaterial drauf ist. Was ja bei den Altauflagen auf DVD und Blu-ray absolut nicht der Fall war. Ich glaube, da gab es einen Trailer und das war's. Von daher, top. Ja, dann kommen wir zu einem Film, der meiner Meinung nach, wenn man ihn jetzt, oder wenn man die Vorgängerfilme nicht gesehen hat, ist der okay. Aber wenn man die Filme gesehen hat, so wie ich, denkt man sich, warum? Aber egal. Es geht um G.I. Joe Origins Snake Eyes. Freigegeben ab 12. Ja. Wenn man ihn jetzt als alleinstehenden Film betrachtet, ist er gar nicht mal so schlecht. Aber bei dem Film habe ich genau das gleiche Gefühl wie damals bei X-Men Origins Wolverine. Warum? Also der Film ist nicht schlecht gemacht. Auch von den Schwertkampfszenen. Alles top. Aber warum? Und vor allen Dingen, ich fand damals in den Vorgängerfilmen G.I. Joe und G.I. Joe die Abrechnung. Also G.I. Joe Geheimauftrag Cobra und G.I. Joe die Abrechnung. Ganz ehrlich, Ray Park hat einen super Job gemacht. Und dann hier einen Schauspieler zu nehmen, beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, wer hat den denn Henry Golding. Dann den zu nehmen und dann eine Original-Story draus zu machen, wo man eigentlich schon bei den ersten beiden Filmen raus weiß, wie Snake Eyes zu Snake Eyes geworden ist. Und das dann wieder ein bisschen umzukrempeln. Warum? Das finde ich so, nee, also das, weiß ich nicht, warum das sein muss. Das Kostüm, brauchen wir gar nicht zu reden. Ich nehme da jetzt nicht viel vorweg. Vom Kostüm sieht man nicht viel in dem ganzen Film. Von daher, weiß ich nicht. Also, das ist wieder,
Gut, ich bin so blöd und weil ich die Reihe komplettiere, habe ich ihn mir natürlich geholt. Aber das ist wirklich ein Film, wo ich mir denke, so, nee, den hätte man nicht machen müssen. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt kommen wir wieder zu einem Film, den man auf jeden Fall sich mal angucken muss, weil der ist grenzgenial. Und zwar Nobody, freigegeben ab 16. Der Film ist sowas von granatengeil. Also wer auf Filme wie Kick-Ass oder American Ultra steht, der wird den Film hier abfeiern. Der ist so grenzgenial. Also geht, kurz zur Story. Es geht darum, dass der Hauptdarsteller, ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den Namen von dem Darsteller, genau, Bob Odenkirk, wird mitsamt seiner Familie so gesehen ausgeraubt, oder beziehungsweise, ja, was heißt ausgeraubt, auf jeden Fall sind zwei Einbrecher bei ihm. Er könnte sie überwältigen, tut es aber nicht. Und nach und nach kommt eben halt so raus, dass er eigentlich gar kein so Normalo ist. Und dann geht es richtig ab. Das ist so was von genial gemacht und gedreht und Hammer. Alleine auch, dass eben halt hier der ja meist jetzt auch nur noch so Kampfchoreografie macht, hier Daniel Bernhard, der, ich glaube, gebürtige Österreicher ist das. Der wurde ja bekannt durch Bloodsport 2, 3 und 4 und noch so andere Filme. Hat auch mitgespielt in, Moment, das war John Wick 1. Dann eben halt hier. Ich glaube, ganz kurz hat man ihn sogar gesehen in, ich glaube sogar ganz kurz in Logan hat man ihn auch gesehen. Aber wie gesagt, er macht und Fast and Furious, Hobbs and Shaw, hat man ihn auch gesehen. Aber er macht, meist macht er wirklich nur Kampfchoreografie. Aber der Film hier, Nobody, ist die absolute Granate. Und das ist wirklich ein Film, wer auf abgedrehte Action steht, muss sich den angucken. Der ist sowas von genial. Und eben halt, wenn man den Darsteller nur aus Better Call Saul kennt, Hammer. So, dann kommen wir zum letzten Steelbook dieses Updates, und zwar das 4K-Steelbook von Cash Truck, freigegeben ab 16. Habe ich mir bei Kleinanzeigen gekauft, weil bei Erscheinungstermin bei Amazon das Ding nicht lieferbar war. Wie ja so oft bei einigen Sachen bei Amazon, aber naja. Habe ich jetzt, glaube ich, 2 Euro mehr bezahlt wie bei Amazon, aber mit Versand ist mir dann auch egal gewesen. Auch von einem Shop, wo ich schon öfter was gekauft habe. Der Film ist richtig klasse. Alleine, wenn man sich ja vor Augen führt, es geht darum, der Film fängt an mit einem, ja, mit einem Überfall auf einen Geldtransporter und spielt, ich sag mal, switcht das ein paar Monate zurück, oder nicht zurück, sondern später, wo dann eben halt hier Statham bei diesem Unternehmen, wo eben halt der Überfall stattgefunden hat, anheuert, beziehungsweise anfängt als Fahrer, beziehungsweise als, ja, als Security-Mitarbeiter. Und nach und nach kristallisiert sich das raus, warum er eigentlich da ist. Und ich fand den cool. Vor allen Dingen ist das mal wieder ein Guy Ritchie-Film, wo ich sage, ja, klasse. Weil es gab auch davor Guy Ritchie-Filme, wo ich gedacht habe, so, nö. Aber der Film ist auch richtig, also kann ich auch echt nur empfehlen, Cash Truck. So, dann hatte ich noch einen kurzen Abstecher zu einem Trödelmarkt gemacht. War nicht allzu viel. Mein bekannter Trödelmarkthändler war wieder da und da habe ich zwei Amarés mitgenommen, weil sonst war echt nichts da. Und zwar zum einen die Amaré sogar mit 3D-Lentikularbild vorne drauf, was ich so eigentlich noch nie groß gesehen hatte. The Texas Chainsaw Massacre, die Auflage von Turbine, freigegeben ab 18, aber eben halt hier mit 3D-Lenti-Bild. Also das ist einfach nur vorne auf die Amaré draufgeklebt, aber habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Und wie gesagt, freigegeben ab 18, war ja auch lange Zeit auf dem Index der Film, aber alleine das finde ich schon wie cool, dieses, dass er da so die, wie Leatherface da die Kettensäge schwingt. Zum Film brauche ich raus nichts sagen. Der gilt unter Horrorfans als Kult. Ich habe ihn bisher einmal
wo ich die da die Turbine-Fassung in der DVD, in dem DVD-Digipack hatte, habe ich mir den angeguckt und ich habe gedacht, von wegen, da finde ich aber die Neuauflage von Michael Bay's Zitare besser. Aber naja, ist wie gesagt jetzt immer zu Komplizierung, weil Texas Chainsaw 3D ist ja so gesehen der Nachfolgerfilm hiervon. Das ist immer geil aus, wenn ich das hier, wenn ich das so und dann wackelt, bewegt er die ganze Zeit die Kettensäge. Von daher und für einen super Kurs kann ich jetzt nicht meckern. Und welche Amore ich mir da noch mitgenommen habe, den ich eigentlich schon mal auf im Mediabook hatte, was ich aber dem Herrn Cobretti, liebe Grüße an dich Sascha, verkauft habe. Und zwar hier in der Blu-ray Amore Uncut Die Horde. Freigabe, ja, ich sag mal, ja, ist keine Freigabe an Kinder und Jugendliche, also ungeprüft, weil es die Uncut nur in Österreich gab. Zum Film brauche ich nichts sagen, ist mal ein, ich sag mal, ein Zombie-Film der anderen Art aus Frankreich, aber richtig klasse gemacht und brauche ich nichts großartig zu sagen. Also richtig, richtig klasse Film und auch die Aramare ist schon richtig selten, also von daher, ja. So, dann kommen wir zu einem Anime-Paket, wo ich mir im Nachhinein echt einen Kopf packe, wo ich mir denke, so, okay, was hast du dir da jetzt erstanden? Aber es wurscht, weil die drei Dinger kannte ich schon, weil die mal zwei davon mal, nee, alle drei, sogar mal vor Jahren, auf Vox liefen, in diesen Anime-Nächten, die ja da mal kamen. Und zwar, vor allem war es so geil, dass er das so verkaufen durfte, aber es wurscht. Wo ich mal gesehen habe, dass das, wobei, verkaufen, es war ein Überraschungspaket. Aber der Verkäufer hat schon gesagt, von wegen, ja, sind auch teilweise so richtig rare Dinger dabei und so. Und ich habe gedacht, von wegen so, okay, mach mal. Und da habe ich jetzt, weiß jetzt gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall ein Bruchteil, was die einzeln kosten. Und zwar in dem Paket drin. Der absolute Oberhammer. Wobei, den einen habe ich sogar so gekriegt. Aber mega. Welchen ich so gekriegt habe, wo ich auch gesehen habe, dass das letztens, dass der auch sehr selten geworden ist, das Double Feature von Kite. Beziehungsweise Kite and Kite Liberator 2 Disc Edition Uncut. Freigeben ab 18. Zu Recht. Auf jeden Fall der erste Teil. Zu Recht. Den zweiten habe ich bisher noch nie gesehen, aber der erste Teil ist, also man sieht da auch ein bisschen Knick-Knack-Action und wohl nicht zu knapp. Also von daher zu Recht, aber für lau, was will ich mehr. So, dann das eigentliche Paket, was gewesen ist, ist der Film. Das halte ich jetzt mal eben so, weil das dürfte ich sowieso nicht zeigen. Gloria im Director's Cut, freigeben ab 18. Wobei ich letztens sogar einen gesehen habe, der hat dafür für die eine DVD 100 Euro aufgerufen. Und da war ein zweiter, der hat sogar noch mehr dafür aufgerufen. Von daher, dem Film brauche ich großartig nichts sagen. Das ist ein Thriller, aber Erotik-Thriller ohne Ende. Da geht es auch teilweise zu wie, weiß ich nicht. Aber anderes. So, und dann kommen wir noch zu dem anderen Film, wo man ja, das brauche ich jetzt Gott sei Dank auch nicht abhalten, weil da sieht man großartig nichts. Und zwar Midnight Panther im Director's Cut. Auch freigegeben, aber 18. Wobei ich aber sagen muss, was ich gut finde bei den DVDs, die haben sogar eine Kindersicherung, wo, wenn man den Code nicht eingibt, dass man da eine komplett entschärfte Fassung von sieht. Von daher finde ich das okay. Aber auch dafür, das Ding wird neu für über 100 Zacken verkauft und ja, und im Nachhinein habe ich mir gedacht, von wegen, okay, was hast du dir da gesteigert, aber scheiß drauf. So, und ich habe ja vorhin gesagt, letztes Steelbook, ne? Ich bin noch Baller. Das eine Steelbook, was ich noch neu bestellt hatte bei Amazon, und zwar in der normalen Steelbook-Variante, The Suicide Squad, freigegeben ab 16, habe ich noch nicht angeguckt, ist noch niegelnagelneu eingeschweißt. Ich habe, wie gesagt, nur den Original Suicide Squad gesehen, den fand ich so lala. Hoffe ja, es kommt doch vielleicht irgendwann noch mal der David Ayer Cut, aber keine Ahnung. Und hier mal die, so gesehen, das Soft Reboot von James Gunn.
Weiß ich nicht. Also, meine Freaks-Kollegen haben überwiegend, die den im Kino gesehen haben, haben gesagt, der ist Bombe. Kann ich nichts zu sagen, ich habe noch nicht gesehen. Von daher wird das eine Erstsichtung. Und ja. Ja, liebe Freunde, das war dann mein kleines, aber feines Update-Video. Hoffe wieder, natürlich, wie immer, es hat euch soweit gefallen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.